Jetzt mal nur zur Illustration eine indirekt rekursive Lösung dieses Problems. Hin und zurück R wird in diesem Fall folgendermaßen definiert. If one frei laufe, else linksum, linksum. Und laufe ist definiert als vor, hin und zurück R vor. Das heißt, die Rekursion kommt indirekt dadurch zustande, dass hin und zurück R laufe aufruft und laufe dann wiederum hin und zurück R. Indirekt rekursive Programme sind häufig relativ schwer zu durchschauen. Und wenn immer es möglich ist, sollte man verhindern und lieber versuchen, direkt rekursive Lösungen zu finden. Aber manchmal kommt man nicht drum herum.